So, Herr Alte Krüger, die internationale Folklore-Lawine steht wieder an, in diesem Jahr auch im Spree-Neiße-Kreis natürlich. Wo und auf was können wir uns alles freuen? Ja, also das letzte Juni-Wochenende wird wieder ein sehr buntes, lebhaftes bei uns im Landkreis, aber nicht nur bei uns, sondern auch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Wir starten also in Lübbenau. In bekannter Weise mit dem Kahnkorso, da freuen wir uns natürlich riesig schon, und dann das Bühnenprogramm. Dann ziehen wir weiter nach Burg. Burg, auf dem Festplatz ist auch klar. Und dann gibt es etwas Neues, eine kleine Gemeinde in Oberspreewald-Lausitz, nämlich in Altdöbern, an dem barocken Schloss. Da freue ich mich schon sehr, ich kenne ja diese Kulisse auch schon sehr gut, und dass man dort auch Folklore machen kann, davon bin ich überzeugt. Was macht den Charme in Altdöbern aus, worauf kann man sich da besonders freuen dann? Ja, Altdöbern hat ja ein wunderbares Barockschloss zu bieten, eingebettet in einem wunderschönen Schlosspark, 70 Hektar groß, mit einem Salzteich ganz am Ende des Parks. Also das erwartet man in einem solch kleinen Ort nicht, der ja mittlerweile auch aufstrebend ist, weil er Altdöbern direkt am Altdöberner See liegt und dahingehend also nochmal das Barockschloss eine Renaissance erfährt. Und von daher dürfen sich alle darauf freuen, das dort vor Ort zu sehen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre, welche positiven Effekte können Sie aus der Folklore-Lawine so für den Landkreis gewinnen, außer jetzt singen und tanzen und feiern? Ja, aber singen und tanzen und feiern hält an über mehrere Wochen und Monate hinweg. Das ist einfach ein Imagefaktor mittlerweile, den kann man mit manch anderer teuren Werbekampagne nicht erreichen. Deshalb ist die Folklore-Lawine für uns im Innen- und im Außenmarketing sehr, sehr wichtig und ist einfach gesetzt. Die Sparkasse ist wieder mit im Boot, was die Folklore-Lawine angeht in diesem Jahr. Erstmal, wie und warum? Ja, die Sparkassen interessieren sich für die Region, interessieren sich für das, was in der Region passiert. Und die Sparkassen haben ja durchaus auch was davon. Wenn man da ist, dann stellt man fest, das sind relativ viele Besucher, relativ viele Touristen. Die bringen ja nun auch letztendlich Geld in die Region und damit auch Geld zu unseren Kunden, zu unseren Geschäftskunden. Und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viele Privatkunden, die total begeisterte Gäste der Folklore-Lawine sind und sich jedes Jahr darauf freuen und es toll finden, dass ihre Sparkasse, bewusst ihre Sparkasse, diese tolle Unternehmung unterstützt. Ja, dann fragen wir gleich mal auf dem Feedback der Kunden, die dabei sind und mittanzen und mitfeiern. Was mögen die denn so an dieser Lawine? Die mögen die Vielseitigkeit, die mögen das Bunte, die mögen die Farben. Das ist auch toll, wenn man da so bei ist. Das ist jedes Mal, manchmal ist man richtig gar nicht mal geschockt, weil das ist manchmal sehr intensiv, was die Farbgebung angeht. Aber das ist schön. Und dann ist da Leben, da kann man auch so ein bisschen mit, als Rheinländer würde ich sagen, mit schunkeln. Zum Schunkeln ist da allerdings weniger was, aber da kann man rhythmisch mitgehen und das macht ganz einfach Spaß. Da merkt man auch gar nicht, wie die Zeit vergeht. Dann sitzt man manchmal da und denkt, Mensch, das sind schon 3 oder 4 Stunden vorbei und ist immer noch nicht langweilig. Geht Ihnen das auch so? Mir geht das auch so.